Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen mega schönen Ski-In-Haul für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es geht um Fashion. Ich freue mich auch total, denn ich habe, wie ihr im Thumbnail gesehen habt, schon ein mega schönes Paket zugeschickt bekommen. Ein Teil davon trage ich auch schon und die anderen Sachen werde ich euch dann nach und nach im Video zeigen können. Ich habe auch einen schönen Rabattcode bekommen, das sind 15% Rabatt. Ich kann mir das aber nicht merken. S19Y36, irgendwie so, ich weiß es nicht. Gibt auf jeden Fall nochmal 15% Rabatt und wir haben bis 2.12. oder so doch den Black Friday Sale, ne? Genau, vom 18.11. bis zum 2.12. dürfen wir mir ein paar Sachen aussuchen im Shein Online-Shop und darf die euch dann tatsächlich jetzt auch im Video zeigen. Und ich fange doch einfach mal mit dem ersten Outfit an. Ja, es ist natürlich alles sehr herbstlich, Leute. Macht ja auch Sinn, ne? Das hier ist jetzt tatsächlich, genau, das erste Outfit. Dieser Pulli ist so weinrot und der ist super schön. Ich habe ja auch letztens schon etwas von Shein bekommen. Und ja, da habe ich mich auch in diesen grünen Pulli, den die mir geschickt haben, auch total verliebt. Das hier ist ähnlich, ne? Da haben wir auch so ein Zopfmuster quasi. Der ist super schön warm. Ich habe das jetzt einfach mit einer rosé-goldenen Kette einfach mal so kombiniert. Dann gibt es auch noch diesen Rock dazu. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil hier oben ist man halt so offenherzig und keine Ahnung. Und unten drunter dann einfach so einen etwas gediegeneren Rock. Der ist ja auch total in zur Zeit, ne? Mit dieser Knopfleiste vorne dran. War eigentlich nie mein Style, aber so in der Kombo gefällt mir das richtig gut. Das, was eigentlich dieses Outfit auch noch ein bisschen aufwertet, sind die Schuhe. Aber ihr merkt es wahrscheinlich, dass ich schwanke, denn ich kann da nicht wirklich drin laufen. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass meine Füße etwas geschwollen sind. Ich weiß es nicht. Die passen auf jeden Fall leider nicht so gut. Wie zeige ich euch das jetzt am spektakulärsten, Leute? So vielleicht? Ja. Also das sind halt Overknee-Stiefel. Mein Problem dabei ist, dass es halt unten auch tatsächlich ein bisschen eng ist. Die sind aber wunderschön, ne? Ich finde die richtig cool. Die sind auch schön warm und ja, ne? Die haben halt keinen Reißverschluss. Man schlüpft dann so von oben rein. Die sind halt so samtmäßig. Es ist so scharf, wie ich hier stehe. Ich hoffe, man kann mir nicht unter den Rock gucken. Genau. Aber ich finde die toll, aber sie sind mir ein Müh zu klein, was mich extrem ärgert, weil ich die eigentlich so schön finde. Aber was willst du machen? Aber gut, die beiden Teile, die ich jetzt hier als Oberteil und als Rock habe, finde ich richtig klasse. Die Rocklänge gefällt mir übrigens auch richtig gut, ne? Also das ist nicht zu lang und nicht zu kurz und hätten die Stiefel gepasst, es hätte einfach optimal ausgesehen mit dieser grauen Strumpfhose. Ich habe mir das so schön überlegt, Leute, ne? Ja, aber so ist es auch ein schönes Outfit, muss ich sagen, oder? So kann ich euch die mal ein bisschen entspannter zeigen. Also, die sind, glaube ich, auch nicht unbedingt super teuer, wie alles bei Shein, ne? Das ist halt von dem Preis her, ich weiß nicht, von der Optik her erinnert mich das so ein bisschen an Mango, an Zara, ne? An unsere bekannten Möbelhäuser, hier im Möbelhäuser vor allem, Modehäuser. Aber preislich ist es halt viel, viel günstiger, als hätten die irgendwie, keine Ahnung, die Sachen dann einfach, die gleichen Sachen bekommen. Ist aber günstiger angeboten, ich weiß es nicht. Genau, eigentlich gefällt mir dieser Stiefel auch wirklich gut. Hätte ich den in 42 bestellt, wäre ich wahrscheinlich etwas glücklicher. Das ist jetzt die Größe 41. Den Absatz finde ich super witzig, weil der halt hier nochmal so eine Einkerbung quasi hat, ne? Ja, genau. Bin damit schon ein bisschen gerade durch die Wohnung gelaufen, weil ich versucht habe, dass sie mir passen. Genau, aber der liegt halt super eng an. Und ja, wie man sieht, Sammy hat die Stiefel auch gemocht. Er hat direkt damit geschmust. Überall sind seine Haare dran. Genau, ja, aber leider zu klein. Aber super schön. Vielleicht bestelle ich sie mir in 42 nach, weil ich wollte immer schon mal diese Overknee-Stiefel haben. Ne? Ich finde das so, so schick. Und das wirkt halt nicht irgendwie billig oder sowas, wenn man die anhat. Vor allem, wenn man das so halt kombiniert in so einem Herbstoutfit. Ne? Das finde ich so schön. Schade. Kommt übrigens alles immer in so wiederverwendbaren Tüten, die ich sehr, sehr gerne als Müllbeutel verwende. Das Ding hat gar keine Taschen, Leute. Okay, ich habe mir auch diesen Mantel mitbestellt. Der sah aber tatsächlich online irgendwie figurbetonter aus, wenn ich ehrlich sein darf. So gefällt er mir nicht so wirklich, ne? Der ist nicht so, weiß ich nicht. Der ist nicht ganz so optimal. Also der ist super warm, ne? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich habe den mir definitiv zu groß bestellt. Wahnsinn, welche Größe habe ich hier denn bestellt? Das ist mir echt ein paar Nummern zu groß.
Mist, ja, es ist von der Armlänge her total passend, aber er ist mir einfach zu weit, ne? Ja, dann kann der auch gar nicht so sexy aussehen. Das ist nicht so meine Welt. Das ist aber Größe M, Leute, ne? Schon krass. Steht hier drin. Größe M. Wahnsinn. Hätte ich S oder XS bestellen müssen? Krass, ja. Und von innen ist der halt nicht so flauschig, sondern hat halt hier diese ganz normale Beschichtung. Ja. Genau. Ja. Weiß ich nicht. Hier sind wir jetzt bei einem etwas bunteren Teil. Das ist ein rosa Pulli. Ich habe extra einen farbigen BH hier drunter gezogen, damit man halt sehen kann, ob Teile durchsichtig sind oder so. Und ja, es ist durchsichtig. Man sieht es am BH, man sieht es auch an der, an dem Rock, den ich drunter gelassen habe. Die Länge ist aber richtig toll. Ich mag das ja gerne, wenn Wintersachen auch mal ein bisschen länger sind. Das mit den Armen gefällt mir auch richtig gut, dass hier so ein Fledermausärmelgedönsen ist. Die Armlänge gefällt mir, weil sie auch schön lang ist. Das Material gefällt mir, weil das schön weich ist. An den Armen tatsächlich auch relativ dick. Aber ich frage mich, warum das hier so offenherzig gestaltet ist. Aber gut, ziehe ich mir halt einen Top drunter. Ja, aber ansonsten, ne? Der ist schon mal ganz cool. Verlinke ich euch natürlich auch alles in der Infobox drin. Ja. Auch dieser Pulli ist richtig schön lang. Also das, ich habe ja auch bewusst die Sachen so ausgesucht, dass sie halt ein bisschen länger sind. Ne? Das muss mir ja auch gefallen. Macht ja sonst keinen Sinn, Leute, ne? Muss ich ja sagen. Den hier finde ich aber noch einen Tick schöner als den rosafarbenen. Ich weiß nicht, ob ich den schöner finde als den roten, aber der gefällt mir richtig, richtig gut, weil er ist halt so weiß und hat halt diese goldenen oder kupferfarbenen Applikationen hier so drauf. Ne? Das finde ich echt schön. Der ist auch gut verarbeitet. Das ist sehr flauschig vom Stoff her. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Mir gefällt auch dieser V-Ausschnitt, weil das Ganze so ein bisschen auflockert. Ich finde den sogar weniger durchsichtig als den rosafarbenen tatsächlich. Und ja, der gefällt mir wirklich gut. Auch wenn er jetzt nicht unbedingt hier so eng ansitzt oder so. Es ist halt super bequem, aber ja, das ist okay, finde ich, ne? Weiß nicht, muss man das auf Schulter tragen? Oder ist das tatsächlich so kurz? Nee, das musst du auf Schulter tragen, glaube ich, ne? Ich meine, man kann es so tragen. Man sieht dann aber den Bauchnabel. Ist das im Winter ein bisschen kalt? Finde ich. Ich meine, auch auf Schulter ist ein bisschen frisch im Winter. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Ich trage den jetzt mal auf Schulter. Nee, das muss man... Weiß ich nicht. Warte. Und dann muss das nur eine Schulter? One Shoulder? Habe ich irgendwas verkehrt hier angezogen? Das ist halt eigentlich so ein ganz cooles Teil, weil das so eine Lagenoptik hat. Mag ich richtig gern. Ich muss das hier nur gerade ein bisschen sortieren, weil... Also die Lagen, die sind halt wirklich dann auch sehr kurz, ne? Und da könnte es dann durchaus etwas windig werden um den Bauch herum, um das mal so zu sagen. Was ich richtig cool finde, es ist halt extrem herbstlich, passt jetzt auch mit meinem Herbstblatt zusammen. Die Armlänge ist auch okay, ne? Also es ist wirklich vollkommen okay. Ich glaube schon, dass man das so tragen sollte. Weiß ich nicht. Oder habe ich das verkehrt herum angezogen? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil hinten ist es ja länger, ne? Ja, ich glaube, das muss so. Auch wenn ich ein bisschen verwirrt bin, denn Mode und ich, wir sind noch nicht ganz so warm miteinander geworden, Leute. Ne? Ich finde den Pulli per se schön, denn er lässt mich ganz gut aussehen. Wenn ich den hinbekommen würde, dass er sitzt, dann irgendwie, weiß ich nicht. Andersrum? Nee, so muss das auch nicht, oder? Nee. Nee, das ist verkehrt rum. Vielleicht muss ich den aber auch ganz hochziehen. Dass ich den so habe und dann habe ich den dreiviertelärmlich. So sieht es eigentlich noch mit am besten aus oder am sinnvollsten vor allem, oder? Ich glaube, so würde ich es dann auch tatsächlich tragen. Weil so fühle ich mich auch am angezogensten. So habe ich hier keinen Bauch frei. Ich glaube, so muss das. Weiß ich nicht. Bin ich jetzt gerade voll auf dem Schlauch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das ist hier so locker. Nein, ich glaube, das muss so. Ich glaube, das hat da hinten so einen etwas tieferen Rückenausschnitt. Ich weiß auch nicht. Hier haben wir das nächste Teil. Das ist auch wieder so ein schönes Weinrot. Also weiß ich nicht, ob das jetzt auch so ein bisschen meine Winterfarbe ist. Mag ich einfach super gerne leiden. Genau, ja. Hinten haben wir so einen aufregenden Ausschnitt. Da, so, ne? Schon ganz schick. Ich muss gestehen, dass es bei weitem nicht so aussieht wie bei den Models im Internet, finde ich. Meine Meinung, ne? Also ich habe mir gerade nochmal die Bilder angeschaut, weil ich gucken wollte, ob ich jetzt wirklich diesen
braunen Pullover falsch getragen habe oder was ich falsch gemacht habe. Nee, er ist einfach deutlich kleiner als das, was man im Internet so sieht, was ich ziemlich schade finde. Aber hey, ihr seht es jetzt an mir, 1,73, 70 Kilo, ne? Das ist so meine Maße. Normalerweise trage ich auch so Größe M ungefähr. Ja, damit fühle ich mich wohl. Genau, dieser Pulli ist auf jeden Fall nicht durchsichtig, der ist schön warm auf jeden Fall, ne? Der ist schön dick, das gefällt mir. Auf jeden Fall ein schönes Winter-Herbstteil und ja, der gefällt mir doch. Ne? Mag ich leid. Ups. Mag ich definitiv leid. Bleiben wir mal bei der Farbe, aber gehen so ein bisschen zu einem etwas feineren Stil. Das hier ist jetzt ein Kleid, was ich jetzt hier von der Schnürung her sehr schön finde. Ich muss definitiv was drunter tragen, weil es doch ein bisschen durchsichtig ist. Es ist schön figurbetont. Es hat eine angenehme Länge. Also das ist sehr, sehr cool. Die Armlänge passt auch tatsächlich. Es ist super, super eng. Also super eng anliegend. Recht feiner Stoff. Mir gefällt die Farbe. Das ist einfach mal ein bisschen so weihnachtlich auch tatsächlich. Ne? Sitzt an den Armen jetzt nicht ganz optimal. Wenn ich die Arme hier optimal machen würde, mir das zurechtzuppeln würde, sind die Arme ein bisschen kurz. Bin ich ehrlich. Ja, ansonsten gefällt mir das schon. Ne? Macht auf jeden Fall ein nettes Figürchen. Wäre mir vielleicht so ein bisschen zu durchsichtig für die Arbeit. Es sei denn, ich trage halt wirklich ein schwarzes Top oder sowas drunter. Dann würde ich mich wahrscheinlich ein bisschen wohler damit fühlen. Ich glaube, ja, das muss ich auf jeden Fall machen. Es ist übrigens nicht so, dass hier irgendwas komisch riecht oder so. Das hat man ja manchmal, wenn man etwas von weiter weg bestellt. Ne? Bei mir kam die Bestellung nach ungefähr 3 Wochen an. Genau. Und das nur zur Info, falls es euch interessiert. Ich finde es hier echt cool mit dem Gürtel gemacht, muss ich sagen, ne? Weil damit hast du halt hier nochmal so ein bisschen Form reingebracht. Das schlägt dann hier natürlich so ein bisschen Falten. Aber, na, die machen dann aber auch schon wieder so ein bisschen, ne, dass sie das halt ein bisschen anders fließen lassen. Das finde ich eigentlich auch gar nicht schlimm, wenn da ein paar Falten sind. Das mag ich eigentlich. Ob jetzt hierzu kombiniert oder zu einem anderen Oberteil, wahrscheinlich eher zu einem anderen Oberteil, weil das hier ist jetzt sehr Ton in Ton, was ich eigentlich ganz cool finde. Aber ich glaube, das wird sich etwas besser machen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein schwarzes Top oder so drunter ziehen würde, ist dieser Cardigan. Hello. Der ist auch wirklich schön lang. Also hier haben wir aber einen losen Faden an meinem Ring sich verstecken lassen. Genau, ansonsten schöne Armlänge. Sitzt ganz gut, sitzt sehr locker. Kann man schön so um sich herum schwingen und dann so vor den Kamin kuscheln oder so. Genau, aber fühlt sich ganz gut an. Hat eine schöne Länge tatsächlich. Also geht so bis zum Popo da. Genau. Ja, ne? Das mache ich wohl leid, ne? Das ist halt ein ganz klassischer Cardigan. Ja. Leute, ganz ehrlich, ich wäre doch nicht ich, wenn ich es wieder mit einem Schlafanzug versucht hätte, ne? Genau, den habe ich mir jetzt übrigens in der Größe L bestellt. Und das ist ein ganzes Schlafanzug-Set für quasi ganzjährig. Weil du hast hier 4 Sachen mit dabei. Zum einen, oder sogar 5, muss ich gleich mal gucken. Zum einen halt dieses Oberteil. Die Arme sind recht kurz, finde ich aber nicht schlimm. Weil im Bett brauche ich das auch nicht, dass ich jetzt so ganz lange Arme habe. Dafür krubbel ich mich eh nur drin. Achso, ja, das ist halt wahrscheinlich einfach... Es fühlt sich schon sehr seidig an, muss ich gestehen. Ne? Sehr, sehr glatt, sehr, sehr angenehm. Das Muster... ist jetzt nicht ultra sexy, aber es ist für mich auf jeden Fall okay fürs Bett, ne? Ich weiß nicht, war das poppiger oder so, als ich das online gesehen habe? Ich finde es auf jeden Fall schön gemacht, hier mit diesen Applikationen. Ne, dass es hier so diese schwarze Naht ist. Den Kragen finde ich auch ganz schön. Es ist relativ bieder, aber ich fühle mich damit wohl. Also fürs Bett ist es für mich vollkommen in Ordnung. Dazu passend und tatsächlich jetzt auch wirklich mal meiner Hüfte passend angepasst. Eine Schlafanzughose. Oha. Genau. Und die finde ich auch sehr bequem. Genau. Ja, das ist jetzt einfach ein Schlafanzug, Leute. Ne? Und jetzt gucken wir nochmal, wie der aussieht in Sommeroptik. Ja, dazu passt auf jeden Fall jetzt mein Out-of-Bed-Look mit den Haaren. Ne? Dieses ganze An- und Ausziehen, Leute. Ja, das 5. Teil, was dabei war, ist tatsächlich ein Täschchen. Ach Quatsch, da ist noch was drin, Leute. Ach Quatsch. Okay, wir haben ein Scrunchie hier mit drin. Und eine Schlafmaske. Okay, cool. Ja, das war mir so nicht bewusst. Das ist cool. Genau. Und hier haben wir jetzt das Sommeroutfit, was ich richtig cool finde. Ich meine, jetzt habe ich natürlich ein BH drunter. Ansonsten wäre hier ein bisschen mehr Flachland unterwegs. Aber die Hose gefällt mir. Die sitzt übrigens auch und die passt. Diese Verrenkung, es tut mir leid. Und ja, ich hätte auch einfach so machen können. Ne? Es gefällt mir. Das finde ich auch richtig, richtig schön. Das ist ein toller
super, super leichter Sommerpyjama, den ich halt auch gut tragen kann, wenn es draußen so mega heiß ist. Ne? Das gefällt mir. Das ist schick. So, und schließen werden wir diesen Haul mit diesem Teil. Das sieht jetzt sehr, sehr sackig aus, weil es ein Kleid ist, so ein relativ kurzes Winterkleid, wo man hier einfach noch so einen Gürtel drum zu macht. Ne? Also irgendwie so, ne? So einen Gürtel müsste ich auch noch irgendwo hier zu Hause haben. Und sowas finde ich immer richtig, richtig schön, weil ich das so edel finde. Das ist so ein bisschen Boho-Style, super bequem und irgendwie sexy, aber nicht super anzüglich, um das mal so zu sagen. Genau, ich mag das. Ist ein bisschen durchsichtig, deswegen ziehe ich da auf jeden Fall noch einen nudefarbenen BH oder irgendwie so ein weißes Top oder sowas drunter. Armlänge ist auch vollkommen in Ordnung. Material, richtig schön angenehm. Also das gefällt mir auch wirklich gut. Ja, das ist auch ein ganz cooles Teil. Ich muss halt nur hier einen Gürtel drum machen, ansonsten wirkt es etwas sackig. Aber wenn ich den Gürtel drum mache, man sieht es ja, ne? Dann wird es halt sehr, sehr schick. Und ja, mag ich einfach, ne? Auch diese Oversized-Geschichte. Ich finde es total scharf. Und Leute, das war jetzt tatsächlich mein Shein Black Friday Fashion Try-On Haul. Schaut auf jeden Fall bei denen im Online-Shop vorbei. Die haben richtig krasse Angebote. Denkt auch auf jeden Fall an meinen sehr kryptischen Gutscheincode. Ja. Und ansonsten schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit Shein unten in die Kommentare rein. Ich habe bislang halt wirklich sehr, sehr positive Erfahrungen damit sammeln können und habe auch von anderen, die ich halt wirklich kenne, sehr positive Erfahrungen gehört. Also ich weiß nicht, wie das mit dem Rückversand aussieht. Da habe ich jetzt von einigen gelesen, dass es ein bisschen schwierig sein könnte. Also da kann ich leider nichts zu sagen. Genau, aber ich kann halt nur was zu den Produkten sagen, die ich jetzt hier so getestet habe. Und die haben mir weitestgehend echt gut gefallen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen platt, denn gerade so Weihnachtssachen, Wintersachen an- und ausziehen ist immer sehr, sehr anstrengend. Und ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Fashion Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!